Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Ich glaube, ich habe schon mal ein Video gemacht, was das so ein ähnliches Thema behandelt. Und ich glaube, es ist relativ lange her. Und zwar weiß ich nur, dass ich gesagt habe, dass ich einen TED Talks geguckt habe, wo es irgendwie darum ging, dass so die einzige Person, die man heiraten sollte, wäre so sich selbst oder irgendwie sowas. So von wegen halt, dass man selbst seine Priorität ist. Und das finde ich auch immer noch. Und das ist krass, das hat mit sehr, sehr vielen Sachen so zu tun. Zum Beispiel, dass man sich irgendwie nicht beeinflussen lassen soll. Oder nicht zu viel. Auf jeden Fall, dass man halt trotzdem noch selber entscheiden kann, ob man jetzt etwas machen möchte oder irgendwie sein möchte oder nicht. Dass man eigentlich immer am meisten darauf hören sollte, was einem selbst gut tut, was man selber eigentlich machen möchte. Natürlich zu einem gewissen Grad so. Aber letztendlich hat man nämlich nur sich selbst und egal wer in seiner Umgebung ist und so weiter, das ist alles die einzige Person, die einem halt garantiert ist, ist man selbst. Und wenn man sich zum Beispiel wegen, keine Ahnung, einer Person, fünf Personen, wie auch immer, total selbst verliert und selbst irgendwie vergisst und vernachlässigt und nicht als einer der höchsten Prioritäten so in seinem eigenen Leben sieht, dann sind irgendwann die Personen weg und man ist halt komplett alleine. Und ich musste nämlich jetzt gerade eben so dran denken, weil wir ja, glaube ich, alle relativ viel so alleine sind im Moment. Und also auf jeden Fall körperlich gesehen so. Und ja, da habe ich irgendwie dran gedacht, dass man ja dann auch selber irgendwie, wenn man alleine und für sich ist, sollte man auch mit sich selbst irgendwie alleine klarkommen. Und ich kenne das auf jeden Fall, dass man zum Beispiel einfach gar keinen Bock hat, alleine zu sein, weil man einfach irgendwie unzufrieden ist oder einfach nicht genau weiß, so mit sich selbst irgendwas anzufangen, weil man einfach sich gar nicht so genug mit sich selbst irgendwie beschäftigt oder guckt, wie man sich um sich selbst kümmern kann, damit man irgendwie die beste Version, sage ich mal, sein kann von sich selbst. Das klingt so kitschig, aber das ist halt tatsächlich so meine Einstellung. Deswegen kann man jetzt halt auch wirklich so gucken, wie man sich am besten um sich selbst kümmert, was man alles tun kann. Man kann seine Gedanken alle aufschreiben, die man sonst irgendwie vielleicht verdrängt. Man kann halt total viel reflektieren. Vor allem ganz, ganz krass finde ich, was ich hoffe, was vielleicht auch einige machen, ist zum Beispiel einfach für seine Gesundheit irgendwas machen, dass man die nicht irgendwie vernachlässigt. Oder Sport machen geht oder einfach, gut, ich weiß nicht, solange man ja alleine an die frische Luft geht, das ist ja eigentlich in Ordnung, dass man irgendwie draußen Sport machen geht oder spazieren geht oder sowas irgendwo, wo halt niemand sonst ist und einfach nur für sich selbst ist. Und das sind so Dinge, glaube ich, die man sehr, sehr oft sagt, dass man die machen will. Zum Beispiel, ich weiß, dass ich halt echt oft, gut, ich mache es auch manchmal, dass ich halt dann einfach alleine rausgehe, Musik höre, spazieren gehe, wie auch immer. Oder dann dabei telefoniere, was weiß ich. Aber ich glaube, ganz oft sehnt man sich nach solchen Sachen und macht sie aber einfach nicht. Und ich glaube, sowas ist aber ganz, ganz wichtig. Genauso wie Menschen, die sagen, ich würde so gerne um 6 Uhr morgens aufstehen, vor Arbeit Sport machen oder so, meinen Tag richtig gut starten. Macht man aber nicht. Und ich würde sowas auch gerne können. Ich kann sowas auch. Ich bin aber einfach nur halt offensichtlich nicht motiviert genug, um das zu machen, um das durchzuziehen. Wobei das halt echt, ich glaube, das würde einem richtig gut tun. Und es ist halt auch, ja, alles für ein Selbst halt. Also ich glaube, man würde zum Beispiel bei sowas, würde man voll merken, dass man sich irgendwie, dass man einfach viel, viel zufriedener ist. Einfach, weil man ein bisschen mehr darauf hört, was man selbst möchte, was man selbst irgendwie braucht. Genau. Ja. Oder selbst wenn es irgendwie einfach Journaling ist, dass, wie gesagt, man irgendwie so jeden Tag irgendwas aufschreibt oder so. Ich glaube, das ist, sowas hilft halt auch. Und ich glaube, man sollte, viele sollten mehr darauf hören, welche Dinge einem gut tun oder welche einen einfach nur stressen und so weiter. Und ich glaube, jetzt haben wir alle genug Zeit, um darüber nachzudenken, was einem gut ist oder um sich selbst, sage ich mal, irgendwie mental, emotional ein bisschen näher zu kommen und so. Genau, das wollte ich mal sagen, weil ich glaube, sowas ist voll wichtig und ich glaube,
Wenn man nur damit beschäftigt ist, zu arbeiten oder irgendwie mit Leuten unterwegs zu sein oder ständig irgendwie irgendwas zu machen, vergisst man sich halt irgendwie selbst total. Und vernachlässigt sich halt ziemlich schnell selbst. Auf jeden Fall so das emotionale Wohlbefinden oder so lässt man ganz oft irgendwie außen vor. Und das sollte man nicht. Genau. Das wollte ich sagen und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und bleibt gesund.